Sie halten das Mindestalter von 18 Jahren und die Alterskontrolle durch das Personal der Annahmestelle für sehr geeignet, der Spielsucht frühzeitig zu begegnen. Wir möchten diese Einstellung fördern und Sie bei solchem Handeln unterstützen. Warum sollten Sie Minderjährigen den Verkauf von Glücksspielen verweigern? Manche Argumente liegen klar auf der Hand, andere sind für Sie vielleicht neu. Für Minderjährige ist die Teilnahme an Glücksspielen gesetzlich verboten. Ihnen und Ihrer Annahmestelle drohen Strafen, wenn Sie gegen dieses Verkaufsverbot verstoßen. Junge Menschen verstehen weniger als Erwachsene, dass Glücksspiele vom Zufall entschieden werden und nicht vom eigenen Geschick. Ein attraktiver Gewinn in jungen Jahren fördert dieses falsche Verständnis. Und sie gleiten eher in ein riskantes Spielverhalten ab als Erwachsene, denn sie überblicken ihr Handeln nicht wie Ältere. Jugendliche können sich oft einem Gruppendruck schlecht entziehen. Sie laufen dann buchstäblich mit. Junge Menschen erleiden schneller als Erwachsene negative Konsequenzen durch das Glücksspielen. Es beschäftigt sie zu lang. Sie haben Schlafstörungen. Sie machen Schulden, sie vernachlässigen die Schule oder die Ausbildung. Also 5 gute Gründe, Minderjährigen den Verkauf zu verweigern. Junge Menschen glauben an das eigene Geschick, nicht an den Zufall. Sie sind besonders leicht verführbar. Sie erleben schneller negative Konsequenzen. Bei ihnen ist die Einsicht in die Folgen des eigenen Handelns noch nicht ausgewachsen. Jugendlichen ist die Teilnahme an Glücksspielen gesetzlich verboten. Ihnen und den Verkäufern drohen Strafen.